O-Ton zeigen wollen, der Bundeskanzler Olaf Scholz beim EU-Mercosur-Gipfel. Das ist sehr wichtig, weil wir als Europäische Union gute Beziehungen in alle Welt haben wollen und ganz besonders zu den Staaten Lateinamerikas und der Karibik. Für uns ist es auch wichtig, dass damit eine gute Tradition fortgesetzt wird. Und wir wollen unsere wirtschaftlichen Beziehungen, aber auch die Beziehungen in den Fragen, wo wir gemeinsam etwas zu bewerkstelligen haben, voranbringen. Da, wo wir etwas voranbringen wollen, geht es um den Klimawandel, den wir aufhalten wollen. Das ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass das ein ganz zentrales Thema auch der Gespräche ist, die wir hier führen. Im Übrigen bin ich fest davon überzeugt, dass die Tatsache, dass wir diese Beziehung hier noch einmal mit einem so großen Ereignis weiterentwickeln, auch ein Beitrag dazu sein wird, dass die Welt insgesamt besser zusammenhält. Darum geht es ja auch. Und da hat die Europäische Union eine wichtige Rolle zu spielen. Das alles findet, wie wir wissen, unverändert statt, während nicht weit von hier ein Krieg stattfindet. Russland hat die Ukraine überfallen und das hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Viele Staaten auch im Süden Amerikas leiden unter den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges wegen höherer Preise, wegen Fragen der Nahrungsmittelsicherheit und all den Herausforderungen, vor denen so viele Staaten und Länder und Bevölkerung stehen. Deshalb ist es ganz wichtig, heute auch zu sagen, dass Russland das Abkommen über die Getreidelieferung über das Schwarze Meer nicht verlängern will, ist eine schlechte Botschaft. Und für ein Land, das mit einer solchen Aggression sein Nachbarland überfallen hat, ist das auch eine schlechte Botschaft an die übrige Welt. Es werden aber alle genau verstehen, was dahinter steht, nämlich im Prinzip eine Handlung, die sehr damit zu tun hat, dass Russland sich nicht verantwortlich fühlt für ein gutes Miteinander in der Welt. Herr Bundeskanzler, bei Mercosur gibt es Stimmungen, dass die EU hier immer noch mehr fordert, noch mehr Standards, noch mehr Zusagen. Haben Sie Angst, das Abkommen zu überfrachten? Ich bin überzeugt, dass wir gute Handelsabkommen, Freihandelsabkommen mit den verschiedenen Ländern Lateinamerikas brauchen. Dazu gehört auch das Mercosur-Abkommen. Und ich bin sehr froh, dass es unverändert so ist, dass viele der Staaten Lateinamerikas sehr engagiert hinterher sind, dass wir jetzt auch bald zu einem guten Ergebnis kommen. Und ich bin überzeugt, das wird auch gelingen. Die Europäische Kommission ist jedenfalls sehr engagiert. Herr Bundeskanzler, wie kann Frankreich denn dazu gebracht werden, eine konstruktivere Rolle zu spielen, wenn es um Abkommen geht? Ich bin überzeugt, dass wir auf der Basis der Gespräche, die jetzt geführt werden, Ergebnisse haben werden, wo dann auch hier in Europa alle zustimmen wollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Respekt in der Beziehung Europas zu den übrigen Ländern der Welt wichtig ist, dass wir da auch etwas zu tun haben im Hinblick auf die koloniale Vergangenheit Europas. Und deshalb muss man auch immer mit größter Sensibilität Gespräche und Diskussionen vorantreiben. Ich bin sehr dafür, dass wir diese Abkommen abschließen. Und ich bin sehr dafür, dass wir das in einer Weise machen, wo dann auf allen Seiten alle sagen, das ist jetzt gut gelungen. Und das ist nicht etwas, das mit Vormacht zu tun hat, mit Übermacht, sondern das auf Augenhöhe stattfindet. Einige Ihrer Gäste hier haben ein Problem damit, ein starkes Wording der Ukraine zu unterschreiben. Können Sie das tun? Wollen Sie daran arbeiten? Für mich ist ganz klar, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass die ganze Welt von dem russischen Angriff auf die Ukraine bedroht ist. Und überall, wo wir dazu die Gelegenheit haben, sagen wir das und versuchen, viele zu überzeugen, die vielleicht etwas skeptisch sind. Viele Staaten, mit denen wir uns hier treffen, haben sehr klare Aussagen gemacht und zum Beispiel auch in der UN-Generalversammlung sich sehr klar gegen die russische Aggression geäußert. Schönen Dank. Der Bundeskanzler Olaf Scholz zum Auftakt des EU-CELAC-Gipfels. Während die anderen Staats- und Regierungschefs schon zusammensaßen, hat der Bundeskanzler vor allem noch mal kritische Worte gefunden zum Getreideabkommen, das von Russland nicht fortgeführt wird. All das sind Themen auch in unserer Sendung Phoenix der Tag um 17.30 Uhr. Jetzt geht's weiter mit der Dokumentation Die Tricks der Kreuzfahrtgiganten. Kommen Sie gut durch den Tag. Jeder, dass auch eine Sonnenliege auf dem Sonnendeck bekommt. Einfach mal die Seele baumeln lassen und von morgens